Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von City Skyline. Wir sind ja letztens stehen geblieben, oder beziehungsweise mehr oder weniger stehen geblieben. Da habe ich ja den Versuch gestartet, hier diesen wunderschönen Kreisverkehr. Wunderschön ist gut, ne? Man sieht, was daraus geworden ist. Mehr oder weniger kein Kreisverkehr, sondern mehr eine Obstkonserve, die hinten und vorne nicht funktioniert. Heißt, alles mal abreißen, wäre sinnvoller. Und dann nochmal neu bauen mit dem richtigen Kreisverkehr. Weil das war ja kein Kreisverkehr, was wir hier gebaut haben, sondern mehr oder weniger eine Krankheit bald schon, könnte man so sagen. Und ja, Kreisverkehre sind ja so meine Spezialität zu bauen. Deswegen nehmen wir den hier. Nehmen wir auch gleich so eine Autobahn. Weil die bleiben ja bei jeder Ecke mal stehen, das sollen die ja nicht, die sollen ja weiterfahren, statt stehen bleiben. Aber irgendwie mögen die das nicht, dort so zu fahren, wie ich das will, auf jeden Fall. Braucht man einen Halbkreis? Frage ist jetzt, wie man da anfangen. Habe ich jetzt was verpasst oder warum sind jetzt wieder hier so eine Dinger nicht dabei? War noch sonst so, aber ich glaube bei der Autobahn war das nicht so. Na gut. Wir probieren unser Bestes. Auf der Hoffnung, dass wir einen Kreisverkehr hinbekommen. Frage ich bloß mal wie. So, sieht schon mal immerhin wie ein Kreisverkehr aus. Kreise hat er jedenfalls. So, dann sollten wir die wieder anschließen. Den hier oben auch noch. So, Bäumchen. Nein, nicht Bäumchen. Will er nicht haben. Wieder den da oben. Boah. So hier und welchen noch? Den hier. So etwas und den hier. So hin. Da kann man den hier drüben noch, nicht so. Das hier mal abreißen, nochmal neu bauen. Sah nämlich ein bisschen blöd aus. Warum wollen die nicht mal so bauen, wie ich das will? Nicht mit so einem blöden Knick hier, das ist ja scheiße. Ist unglaublich. Ich krieg das hier wieder nicht hin. Schönen Dank. Auch. Und was ist da jetzt so schlimm so? Gut. Dann haben wir noch den hier nach unten. Okay, das wird, glaube ich, eher noch ein schwierigeres Dingens. Oder auch nicht. Müssen wir mal sehen, wie die sich jetzt hier alle einordnen. Auf jeden Fall sollten die jetzt nicht anhalten. Ja, während die hier... Naja, recht machen kann man das den Leuten sowieso nicht, habe ich schon mal festgestellt. Pardon, ich habe gerade mein Mikro ein bisschen umgestellt, weil das so weit weg war. Nicht wundern, wenn das jetzt ein bisschen geknistert hat oder gerumpelt hat. So, natürlich, oh je, Geschäfte, apropos Geschäfte, Häuser abreißen. Da hat man ja hier oben eine ganze Menge. Nein, nicht so hier. Weil die keinen Strom hatten.
Dann müssen wir das Richtige auch noch abreißen. Ja, weil die eben hier oben keinen Strom hatten, mussten die, oder sind mehr oder weniger ausgezogen. Nicht, sie mussten, die sind ausgezogen. Oh Gott. So, was haben wir noch hier hinten? Und den da. Sind die alle so verlassen bedürftig hier? Ja, keine Käufer für Produkte. Dabei haben wir doch eigentlich genug Wohnhäuser, die dahin führen. Beziehungsweise dafür, wo die einziehen können, sollten. Und dann kommt dann immer wieder sowas raus. Hier. Und da oben wieder fünfmal. Ach, Mann, Mann, Mann. Industriegebäude. Irgendwas mit Gebäude. Wollte ich mal gucken, ob man das finden. Wo war das denn? Gebäude. Bildung? Glaube ich nicht. Wasser auch nicht. Bevölkerung nicht. Wohnrichtwert auch nicht. Stadtviertel. Geländehöhen brauchen wir auch nicht. Freizeit, Naturrohstoffe, ausgehende Verbindungen. Öl? Ich glaube, sowas haben wir gar nicht hier. Oder? War doch hier ein bisschen etwas. Was haben wir denn da? Agrarprodukte, Waldprodukte, Ölprodukte, Erzprodukte und Waren. Ja, Waren haben wir irgendwie gar nicht. Das war Waren tot. Auch nicht schlecht. So, Linie, Bus und sowas gibt's ja hier. Busse sind 291 Leute und 11 im Taxi unterwegs. Feuer brauche ich auch nicht, Verschmutzung auch nicht, Wind, Gesundheit und Bildung. Ja, aber irgendwas suche ich und finde es trotzdem nicht. Bürgerzufriedenheit, die Stufen. Wohngebiet. Oh, 5. Ist hier eigentlich relativ gut. Also Zufriedenheit bei den Wohngebieten ist irgendwie gleich 0. Woran liegt das, ist die Frage. Liegt wahrscheinlich daran, der hier zum Beispiel liegt an der Autobahn. Und mit der Autobahn kann man ein bisschen was verändern, eben das hier. Dass sie nicht so Krach und Lärm machen. Also einen kleinen Vorteil. So. Da sind die vielleicht etwas zufriedener. Genau, der ist unzufrieden, weil... Ja, keine Ahnung, der Gebäude im besiedelten Wohngebiet. Ja, warum bist du denn so böse? Weil hier keiner wohnt. Oder wie? 000? Auch gut. Haben einzelne, vereinzelte rote Gebäude. Oh, hier auch. Warum sind denn die alle so böse? Eine Polizeiwache wäre vielleicht auch mal nicht schlecht. Genauso wie... Der Friedhofsheini, wo ist er denn? Gucken wir mal, wo der Friedhof hier noch war. Den hat man hier unten, glaube ich, irgendwo hingesetzt. Genau da. So, der ist schon bald sehr voll. nicht Müll entzogen. Die werden zwar verbrannt, aber kommen nicht gleich in Müll. So, den hier. Frage. 25.000 kostet 720 die Woche. Ah, die sind eben hier hinten nicht angebunden, das ist das Problem. Da gibt es keinen Friedhof in der Nähe. Deswegen werden wir trotzdem hier mal einen hinbauen. Und freuen die sich vielleicht doch ein bisschen... dass die Leute doch abgeholt werden können. So, während es hier hinten immer schön brennt,
Kreisverkehr läuft. Hier läuft es natürlich wieder nicht. Weil immer alle in einer Richtung. Und dann stehen die auch wunderschön im Stau. Und fahren dann auch in einer Richtung zurück. Das ist eben ein bisschen blöd. Also Straße doch nochmal upgraden, glaube ich. Ja, negative ist ja jetzt hier, dass die Bahnen hier sich doppelt kreuzen laufen. So, die Frage ist jetzt eben, wie kriegen wir die hier rüber? Wollen wir die vielleicht hier rüber lotsen? Probieren wir das mal. Was ist nochmal das Abreißen? Man kann ja trotzdem versuchen, oh ja, so hoch zu bauen oder darüber zu bauen. Gucken, ob das geht. Steht da zwar auf dem. Ich hoffe, wir werden nicht gleich entgleisen. So, Züge. Nenne ich Uber doch hier Zug. So hier. Wie baut man auch nach oben? M und N, glaube ich. Nee, M war es nicht. Das war bei der Train Fever. So hier. So, und da hätten wir vielleicht. Ups, das war nicht so geplant. Dann können die doch vielleicht ein bisschen entspannter da durchfahren und das staut sich hier nicht mehr. Apropos staunen, warum staut sich das überhaupt? Gibt es hier eine Ampel? Ah, okay, das ist dann das andere Problem. Ampel weg. Und dann ist alles gut. Ist hier eine Ampel? Hier gibt es keine Ampel. Steht dafür die Feuerwehr und es brennt lichterloh im Karton. Hier oben alles in Butter, ja, Kreisverkehr, der ist schon ein bisschen extrem hier. Da müssen wir noch am Ende wirklich hier noch Ampeln hinbauen, damit die hier durchkommen. Ja, dann stehen die auch wieder bis hier nach Afrika, ne? Das ist eben manchmal schon echt blöd. Also man kann es irgendwie niemandem recht machen. Und verstopfen sich alle gegenseitig. Und merken das nicht mal. So, haben wir hier irgendwo noch was Verbranntes? Hier hinten brennt, da steht eh schon die Feuerwehr. Hier läuft das so relativ okay wieder. Wir brauchen trotzdem noch hier im zornige, was? Zornige Clans Handyspiele. Ja, das ist natürlich auch sehr interessant, das so zu nennen. Aber okay. Zornige Clans Handyspiele. Ja, was mich noch interessiert, wie. Ja. Wo man rauslesen kann, was jetzt an den Industriegebieten gefragt ist. Sind jetzt eben hier nur Bürogebiete hier gefragt oder nicht? Ist die Frage. Hier haben wir auf jeden Fall. Oh Gott, ey, das ist. Ja, keine Ahnung, was hier immer los ist. Warum die alle nicht mögen, da so hinzuziehen, wie sie hinziehen sollen. Hier kann man auch auf jeden Fall ein paar Wohnblöcke. Wobei, hatte ich da eigentlich freigelassen gehabt. Wollte ich das nicht freilassen? Na gut, kann man das hier auch noch voll machen. So. Wer zieht gern an die Bahn hin? Werden wir gleich sehen. Wer da freiwillig hinziehen will. Ja, ansonsten haben wir eben nur noch die Möglichkeit, hier rüber mal zu ziehen. Die Straße. Warum kommt denn das jetzt hier laufend? Achso.
Alles klar. Nee. Ich will das doch gar nicht immer haben. Wenn ich das hier einschalte, warum kommt das immer? Was ist das wieder für eine Verarschung? Das ist doch blöd. Ich will doch diese Ansicht gar nicht haben. Ich will einfach bloß eine Straße bauen. Warum kommt jetzt wieder diese Ansicht? Meine Kacke, was ist denn das los? Gut. So viel zum Thema. So, Straße. Hier rüber. Also, die Frage ist immer, ob das jetzt was bringt, weil wenn die alle ausziehen, wo sollen denn alle hin? Ist die Frage. Hier hinten sterben die uns alle von der Stange. Das ist nicht gut. So, und irgendwie ist der Tagmodus, der geht mir aber vielleicht ein bisschen besser. Der geht mir ein bisschen vielleicht besser als in Deutsch. Der wäre vielleicht ein bisschen besser so rum. Ja, Industrie ist die Frage. Wo bauen wir jetzt hier noch Industrie? Das hier? Oder eben doch das andere? Müssen wir eben bloß gucken, ob die einen Wasseranschluss haben. Zumindest hier lang haben sie. Und dann hier unten. Unser wunderschönes Gewerbegebiet. Gewerbegebiet, unser Bürogebiet. Gewerbegebiet. Alles klar. So, mach mal die Ecke hier runter. Fertig. Vielleicht wollen da auch welche einziehen, beziehungsweise ein paar Bürogebäude bauen. Ansonsten wäre mal noch die Ecke hier mitnehmen. So. Ach ja, ist ja schön, wir sollen Gewerbegebiete bauen, aber keine Gewerbegebiete, die auch genutzt werden, beziehungsweise sinnvoll genutzt werden von der netten KI hier. Netten KI, Quatsch. Aber ist eben. So, wir probieren mal hier oben Gewerbegebiet hinzubauen. Die Frage ist jetzt eben bloß, bringt das jetzt einen Sinn? Ich glaube ja weniger bald. Dann sind sie wieder weg, dann sind sie wieder nach, dann wieder doch weniger, dann wieder doch mehr. Ja, man kann ja eben noch die Wohammers Industriespezialisierung und Gewerbespezialisierung, das ist dann direkt für Touristen. Oder für Freizeitspezialisierung und keine Gewerbe. Na, ist klar. Freizeit. Großes Thema. Wollen wir das machen? Meine Ecke komplett nur für Freizeit. Ob sich das lohnt? Werden wir gleich sehen. Wir werden einfach mal hier die sogenannte Gewerbe Mannschaft mal reinballern. Ja, so will ich das nicht, oder? Ja, das ist zwar schön und toll, aber so wollte ich das jetzt nicht. So hier eher ja. Das hier eher weniger. So, müssen wir mal so machen. Ja, die Ecke wollte ich gerne schon freilassen. Falsch rum, so rum. So, Gewerbe. Gewerbe, Gewerbe.
Theoretisch könnte man, glaube ich, auf der großen Straße auch noch. Ja, mach mal das auch noch und dann. Eine große. Wenn wir gleich sehen, was uns da blüht. Gutes oder schlechtes. Wir müssen wahrscheinlich erst die mal auswählen, genau. Frage war jetzt wieder, wie war das? So hier, gut. Das ist schon die kleine, okay. Oder das kleinere. So. Gipfelviertel, ja, das kann vielleicht ein Gipfel werden. Wenn wir uns echt ein bisschen blöd anstellen. So, hier wollen wir das haben. So, und die Seiten da, die sollten eigentlich nicht so werden. Genauso wie das hier. Straße langziehen ist vielleicht besser. So, Tourismus, wie fast gesagt, Freizeitspezialisierung. Wollen wir dann noch Recycling auf jeden Fall. Aber wenn wir uns das mal ansehen, wie das hier wird, bin ich gespannt. Wenn das was wird, ist die andere Frage. So, grün haben wir jetzt nicht hier hingesetzt. Gut, da oben. Häuser, 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 Häuser. Wo machen wir die hin? Bauen wir hier noch. Ne, bauen wir keine. Die lassen wir jetzt einfach so. Wenn der Mamadin hier doch noch voll, dann geht das. Hoffe ich mal. So, hier wird jetzt natürlich gebaut. Jetzt haben die natürlich auch keinen Strom hier. Das ist natürlich noch perfekter. Gut nachgedacht. Einmal fast und einmal gar nicht. Ach, so wieder zum Mäusemelken. Müssen wir das mal so machen. Und dann auf der Hoffnung, dass wir bis hier rüberkommen. Das glaube ich ja weniger. Es ist doch blöd. Oh, vielleicht noch ein kleiner Stück bis darüber und dann würde das gehen. Bleibt jetzt erstmal frei von Strom. Och, Mann. Hier drüben nimmt er sich den Strom, das ist wieder sehr intelligent. Sehr schön. Jetzt lebt hier eben erstmal, ich glaube, Wasser fehlt auch noch. Ja. So, und dann so hier. Wasser müsste noch reichen. 900.000. Ja, die Frage ist jetzt hier, was das wird. Oder ob die da überhaupt was daraus bekommen. Wie wir uns das vorstellen. Wahrscheinlich ja weniger. Wohnblöcke braucht man nicht. Wir brauchen Industrie. Und hier ist immer noch auch kein Wasser. Warum nicht? Ups. Haben wir den Friedhof da gerade vergessen. So, jetzt müsste sich aber nicht mehr aufregen, genau. Gebrannt hat sie hinten auch. Wieder mal was verbrannt. Das ist natürlich nicht gut. Wo ist es?
sieht man nicht durch das Wasser, ist das doof. Das will ich doch gar nicht wissen, dass es abgebrannt ist. Mann. Hier geht so ein bisschen die Luzi ab, stelle ich gerade fest. Ich würde vielleicht doch sagen, dass wir hier die Ampel nochmal, nein, nicht so hier, dahin installieren, weil ohne Ampel, glaube ich, wird das nichts werden. Stellen die sich auch ein bisschen blöd an. Die behindern sich auch gegenseitig so, also manchmal schon sehr toll, wie die da langfahren. Ich glaube, hier staut sich das echt schon wieder. Stau ist eine schöne, feine Sache. Anführungszeichen. Wir stehen hier bis hinter, also. Das ist der Nachteil, wenn man Stau hat. Man kriegt das wieder nicht so weg, wie man das will. Mann, Mann, Mann. So, mal gucken, was uns noch hier so fehlt. Da fehlt uns ja eigentlich alles noch hier an. Wie gesagt, Industrie ist auch noch. Was haben die hier? Langsam, ja, was ist hier? Hellblau. Nicht genügend gebildete Arbeiter. Das sind zu viele Doofe. Okay. da müssten auch mal welche einziehen. Und hier geht das noch gut alles. Okay. Das löst sich auch soweit auf. Gebildete Arbeiter, nicht genügend. Nein, boah, das will ich nicht haben. Jetzt ziehen ja auch keine ein, also wo sollen die auch herkommen, ne? Hier hinten sind zwar noch welche, die da einziehen könnten, aber auch nicht wollen. Hat der Stau jetzt hier aufgelöst, auch nicht schlecht. Kommen wir vielleicht rauszoomen und reinzoomen? Nö. Hätte ja ein Bug sein können, ist es aber auch nicht. Auf jeden Fall, hier gehen unsere Geschäfte jedes Mal kaputt nach einer Weile. Und das ist eben ein bisschen ärgerlich, dass sie nicht das machen, was sie machen sollen. Wobei wir ja eigentlich auch alles haben, aber ihr könnt mir das gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Mann, jetzt muss ich extra hier eine Leitung rüberlegen, weil die Bauern das so wollen, also. Ist das scheiße. Nee, machen wir anders. Geht ja auch so, ne? Wir sind ja nicht doof. Geh mal von hier nach da. Und dann habt ihr Strom. Dann können wir das andere wieder abreißen. So, wo ist es? Abreißen ist hier gewesen. Strom haben wir noch. War gut zu viel. Und auf jeden Fall haben wir jetzt eine kolossale Stadt geschaffen. Das ist gut. Ein Frachtumschlageplatz. Schiffe, denke ich mal, ja. Und ein Kernkraftwerk und ein neues Gebiet mit 2,2 Kilometer. Einzigartige Gebäude. Dann braucht man noch einen Zoo, könnte man freischalten. Einen modernen Zoo. Bauen Sie einen Angelsteg und bauen Sie einen Reitstall. Dann haben wir einen Zoo. Ist auch nicht schlecht. Ein Golfplatz, ein bombastischer Springbrunnen. Brauchen wir eigentlich, glaube ich, nicht so dringend. Erstmal sollte das Chaos hier beseitigt werden. Unser Busplatz ist immer lustig, wenn man so sieht hier, was hier wieder rumhüpft. Wie viele vor allem. Schon ein bisschen sehr unnormal.
Hier ist gleich gar nichts los. Was ist hier los? Besucher 53 in der Woche. Nicht viel. Ja, wir haben natürlich immer das gleiche Problem, dass hier noch viele unsere Gewerbegeschäfte einfach bankrott gehen und dann ja, leer stehen. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare reinschreiben, würde ich mich freuen. Denn wir werden erstmal hier die Folge beenden. Nächste Woche geht es dann weiter mit Cities Skylines. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, würde ich mich freuen. Und wie gesagt, habt ihr ein paar Tipps oder Vorschläge, warum unsere Geschäfte jedes Mal bankrott gehen? Könnt ihr mir das gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Und für alle, die neu zugeschaltet haben, würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Und dann verpasst ihr auch keine Videos mehr. Werdet dann sozusagen immer schön benachrichtigt, wenn die Videos online sind. Wie gesagt, von Montag bis Freitag kommen immer Videos, beziehungsweise nicht wie gesagt immer sonst, sondern von Montag bis Freitag kommen Videos online, jeden Tag eins sozusagen. Und am Freitag speziell geht es dann im Zweitkanal weiter mit dem anderen Video, Fruit Snuff Kanal. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ja, das war's dann eigentlich von heute von unserem City Skyline wieder mit, ja gut, unseren Kreisverkehr, den wir behoben haben und dann eben auch die Leute, die etwas immer noch unzufrieden sind. Wir haben natürlich versucht, in der nächsten Folge mal zu schaffen und dann sehen wir uns wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, schönen Abend und bye bye.